Ich möchte zuerst dieses neue Schlagwort ein bisschen umreißen. Sie wissen ja, wir in der IT-Industrie sind ja sehr, sehr findig im Erfinden von neuen Schlagworten und diese auch in den Markt zu bringen. Manche sagen sogar, es hat alles kaufmännische Motivationen, was ich natürlich stark in Abrede stellen möchte. Ich möchte also das Ding kurz umreißen, wie wir es sehen, dann sehr schnell in Praxisbeispiele hineingehen, um dem Ganzen einen Kontext zu geben und es auch plastischer zu gestalten. Ich möchte dann sehr rasch in den Bereich, was bringt uns das Ganze, wo ist Innovation, wo ist Zusammenspiel zwischen einzelnen innovativen Geistern und Firmen, dem Staat und uns als Unternehmer letztendlich zu sehen ist. Ich werde dann kurz die Rolle des Netzwerkes beleuchten und möchte dann in meine Schlussbetrachtungen den Subtitel meines Vortrages ganz kurz verweben. Das ist das mit den Bäumen. Findige Geister bei uns, also unsere eigene Marktforschungsfirma in der Firma, hat eine interessante Erhebung gemacht. Ich glaube, wir alle haben den subjektiven Eindruck, wir sind schon unglaublich vernetzt. Jeder von uns kommuniziert auf vielen, vielen Kanälen. Unsere Marktforscher haben den Umkehrschluss gemacht und gesagt, was ist potenziell denn alles noch nicht vernetzt, was könnte man alles noch ins Internet anschließen? Und da bekommt man auf interessante Zahlen und auf Größenordnungen, die man fast nicht in Worte fassen kann. Also 99,4% demnach sind bis jetzt noch nicht vernetzt, das meiste davon aus der Konsumerwelt und das meiste auch noch, betone hier noch, denn Sie wissen, die Asiaten, die großen Länder dort holen rasant auf, das meiste davon noch in den entwickelten Ländern. Jetzt kann ich mir vorstellen, einige von Ihnen werden ähnlich beim Betrachten dieser Slides sich gedacht haben, ist das die Statistik, auf die die Welt wirklich gewartet hat? Mir ging es ähnlich am Anfang, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Geben Sie mir ein paar Minuten Zeit, ich werde versuchen, das mit ein bisschen mehr Kontext und Sinn zu verhaften. Wir bei Cisco fassen die Entwicklungsphasen des Internets wie folgt. Wir bewegen uns momentan die 10 Milliarden Devices. Ich glaube, die kann jeder ganz gut nachvollziehen. Die Handyanzahl weltweit hat mittlerweile schon die Anzahl der Weltbevölkerung übertroffen. Plus die ganzen Computer und Systeme, die es jetzt schon gibt und im Internet hängen. Die geben nach unseren Hochrechnungen etwa 10 Milliarden Geräte, Devices, Dinge, die ins Internet angehängt sind, dort Informationen beziehen, Informationen einspeisen. Deswegen sagen wir auch, momentan bewegen wir uns in der Generation im Internet-Zeitalter der Devices, mit denen wir arbeiten, mit denen wir lernen, Spaß haben, aber auch im gesamtunternehmischen Kontext arbeiten. Die nächste Phase des Internets nennen wir Internet of Everything, weil hier geht es darum, nicht nur, dass hier noch mehr Devices ins Internet kommen und das stündlich, sondern hier vor allem auch die Machine-to-Machine-Kommunikation den größten Anteil dieses Wachstums ausmachen wird, von den 10 auf 50 Milliarden. Und hier nicht nur um Ja-Nein-Beziehungen geht, wie bei einem Ein-Ausschalter, den es mittlerweile auch in vielen Bereichen gibt, sondern hier vor allem die Intelligenz der Sensorentechnik, der Mikroprozessoren, die mittlerweile verfügbar sind, hier Prozesse steuert, Informationen reinmeldet, Aktionen selbstständig bedenkt. Und hier gibt es eben diese Viererbeziehung zwischen Personen, Prozessen, Informationen, das gibt es alles jetzt schon, auch das wird ansteigen, aber vor allem die intelligenten Dinge, die Devices mit Sensoren und mit Mikroprozessoren ausgestattet werden, einen immensen Anteil an diesem weiteren Wachstum ausmachen. Das wird dann nicht so ganz falsch liegen, belegt auch eine OECD-Studie, die diesen Jänner veröffentlicht wurde, die soll den typischen Haushalt repräsentieren und der Anzahl der Devices, die momentan ein typischer Haushalt, zwei erwachsene Personen, zwei Teenager. Und sehen, 2012 ist schon vorbei. Zwei Smartphones, zwei Laptops, ein Tablet, Printer, Gamekonsole, das glaube ich ist alles nichts mehr, was uns alle überrascht. Und viele von Ihnen werden wahrscheinlich schon Richtung 2017 sein, was dann ganz interessante Themen gibt, die einige von Ihnen sicher auch schon zu Hause haben, in den Fernseher, beziehungsweise auch die Nike Sportschuhe, die dann, vielleicht haben Sie auch Facebook-Freunde, nach getaner Arbeit dann die Kilometerleistung, Kalorienverbräuche etc. einmelden. Ja. All das gibt es schon, all das ist schon gelebte Praxis. Und das erklärt ein bisschen diesen rasanten Anstieg an Informationen, an Devices, die ans Internet reporten. Wie gesagt, momentan oft in einer One-to-One-Beziehung und nicht sehr intelligent, aber die mittlerweile eben mehr das Internet belagern als je zuvor. Das Interessante ist auch der Blick auf 2022, ich weiß nicht, wie gut man es lesen kann, da gibt es auch einige Metathemen, die auch schon nicht mehr visionär sind, also Sie finden wahrscheinlich gar nichts, wo Sie sagen, absurd, Science Fiction etc. Das Thema Smart Metering mit all den Ausprägungen der Energiewirtschaft, aber auch intelligente Glühbirnen beispielsweise, die auch im Internet angehängt sind, all das wird dazu führen, dass laut OECD im Jahr 2022 jeder durchschnittliche Haushalt, das sind also nicht die Freaks hier, sondern die ganz klassischen Ehepaare mit zwei Teenagern, um die 50 Geräte, Devices, Dinge haben, die im Internet hängen und dort Interaktion betreiben.
Nochmal aus einer anderen Betrachtung das ganze Schlagwort verwebt, verwoben, vernetzt. Es geht hier also um Menschen wie Sie und ich, die jetzt schon im Internet drinnen sind. Es geht um Prozesse, das heißt um Anwendungen, Software, die hier programmiert wird von intelligenten Geistern, die verwendet wird, um die vielen, vielen Daten, die immer mehr werden, zu verweben, zu verwirken, Nutzen daraus zu ziehen und künftig auch immer mehr Dinge, wir bezeichnen es recht plastisch als Dinge, die mit Sensoren und Mikroprozessoren ausgestattet sind, die auch Dinge einmelden und uns hoffentlich das Leben leichter machen, Nutzen stiften auf der individuellen Ebene, als Organisation, aber hoffentlich auch im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft. Das Ganze nochmal ein letztes Mal dargestellt. Sie sehen hier diese Viererbeziehung zwischen Menschen, den Prozessen, den Anwendungen, den vielen, vielen Informationen, die herkommen, immer mehr auch von intelligenten Sensoren und Dingen. Und die Kunst wird es hier sein, mit findigen Geistern, findigen und innovativen Unternehmen und Personen und den Möglichkeiten, die uns beispielsweise auch ein Open Data Government gibt, nutzbringende Anwendungen daraus zu schnitzen, die unser Leben erleichtern, uns beim Lernen helfen, unsere Ausbildungsqualitäten erhöhen und Kosten einsparen. Das Keyword ist im Prinzip intelligent, viele, viele Daten verweben und einige rauszuziehen und so zu verwirken, dass sie uns was bringen. Was wir noch weiter gemacht haben, ist die Relevanz für verschiedene Branchensegmente abzuschätzen, die diese Entwicklung, wenn sie denn so kommen möge, hat. Sie sehen auf der X-Achse die Relevanz, Impact auf die Industrie und rechts auf der Y-Achse dann die monetäre Auswirkung, die wir abschätzen. Ganz stark sehen wir den Bereich Manufacturing, Thema Prozesskostenoptimierung, Materialwirtschaft, Qualität, da ist schon unglaublich viel automatisiert. Wir glauben, dass dort der meiste Umbruch noch passieren kann und das meiste Potenzial noch liegt. Aber Sie sehen auch sehr stark im öffentlichen Bereich, sei es die Ausbildung, sei es auch das Gesundheitsthema, das für uns auch ein ganz besonders wichtiges ist, auch da sehr viele Möglichkeiten, um diesen Trend und diese Entwicklung nutzbar zu machen und uns allen das Leben zu erleichtern und auch Kosten einzusparen letztendlich. Ich gehe jetzt ganz kurz in drei Beispiele, die ich versucht habe, ein bisschen plastischer darzustellen, Richtung, wie ist der Status momentan, wie wird er künftig sein können. Alles Ideen, alles Visionen im Prinzip, die aber alle nicht so weit fern weg sind, dass wir es uns nicht vorstellen könnten. Das Thema Autopilot, Smart Car, ich glaube, da verfolgen wir alle sehr neugierig, wie da die Entwicklung ist. Stellen Sie sich vor, wenn diese gescheiten Autos nicht nur Abstandsmesser haben und Unfälle vermeiden, sondern auch wieder im Sinne eines Open Data Government vielleicht Informationen von Verkehrsleitsystemen bekommen, von Schrankensystemen bekommen, von Parkraumbewirtschaftung bekommen. All das kann verwoben werden in intelligente Entscheidungen, die wir als Autofahrer vielleicht nur noch passiv wahrnehmen, aber letztendlich helfen, Fahrtstrecken zu reduzieren, Treibstoffverbräuche zu reduzieren und natürlich die Umwelt zu entlasten. Weiteres Thema, vielleicht auch hier ein bisschen weiter weggesehen, ist das Thema Carsharing. Auch da der tägliche Verkehrsinfarkt auf der A23. Also auch da gibt es sicherlich gescheite Geister, die vielen Informationen, die über diese Sensorik und die offenen Datenschnittstellen, so es welche geben sollte in dem Zusammenhang, nutzen können, um da hier auch die Gesellschaft und auch die Lebensqualität in Wien, nachdem ich aus diesem Bereich komme, zu erhöhen. Weiteres Thema, wir haben schon gehört, heute vom Herrn Sektionschef Auer, unser Gesundheitssystem ist sicher eines der besten auf der ganzen Welt, auch eines der teuersten. Da ist schon sehr viel im Fluss, da wird viel passieren. Thema Gesundheitsreform, Thema ELGA wurde angeschnitten. Jeder, der schon mal eine Endoskopie mitgemacht hat, der weiß, dass das nicht das Angenehmste ist, was es gibt auf dieser Welt. Auch da gibt es schon Entwicklungen, hier mit intelligenten Pillen und Sensorik darauf, das zu ersetzen und jeder kann sich dann selbst überlegen, was macht er lieber. Idealerweise kann auch diese intelligente Pille nicht nur Diagnoseinformationen zur Verfügung stellen für die Therapie und für die Behandlung, sondern auch mit Schnittstellen an ein elektronisches Gesundheitssystem und an einen Versicherungsträger angekoppelt sein. Also hier gibt es viele, viele Möglichkeiten und Beispiele. Natürlich muss da ein rechtlicher Rahmen gesetzt werden, natürlich muss vorab der Souverän und auch die politische Willensbildung sagen, wollen wir das überhaupt als Gesellschaft, denn die technischen Möglichkeiten sind, wie Sie hier sehen, alles andere als visionär, das ist alles schon vorstellbar und vieles davon auch sinnvoll. Zweiter Punkt, der auch schon heute kurz angerissen wurde, ist das Thema Homecare. Auch da gibt es schon viele Länder in Europa, die das Thema Telemedizin für Prävention und Erstdiagnose einsetzen. Auch da gilt es, auch in Österreich zu entscheiden, wollen wir das als Gesellschaft, wollen wir das als politische Willensträger? Entspricht das dem Zeitgeist, dass ein alter Mensch selbstbestimmt, auch mit Krankheiten vielleicht zu Hause, solange es geht, hier mit Sensorik und mit Geräten, die halt Schwellwerte messen und im Falle, dass was riskant werden soll, einmelden können. Auch das ist vorstellbar unter diesem Thema und auch das, denke ich mal, ist etwas, was ernsthaft überlegt und pilotiert wird in den nächsten Jahren. Dritter Punkt, wie wird künftig Ausbildung in verschiedenen Bereichen
angeboten. Auch hier als Flashlights ein paar Beispiele. Der Experte, der Stanford-Professor mit Nobelpreis, warum kann man den nicht auch in seinen Lehrzeiten einsetzen, um hier Masterklassen auf der WU oder auf welchen Hochschulen auch immer in Österreich einzusetzen, um hier die Qualität zu erhöhen? All das auch schon mit Tele-Learning-Möglichkeiten einsetzbar. Und das profanste Beispiel, wo wir auch schon sehr gut, glaube ich, in Österreich unterwegs sind, nachdem sie die Halbwertszeit des Wissens rapide verringert in vielen, vielen Disziplinen, auch da Thema Druckkosten. Also auch da ist Österreich, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Auch da gibt es viel Potenzial. Und in vielen Disziplinen wird wahrscheinlich das geschriebene Wort, das gedruckte Buch nicht mehr den Mehrwert bieten können, weil sich einfach die Halbwertszeit des Wissens so rapide reduziert. Ich möchte hier auch einen Punkt angreifen, der heute am Rande gesprochen wurde, ein bisschen selbstsüchtig aus der IKT-Branche. Wir merken schon sehr stark bei uns und auch bei unseren Partnerfirmen, dass uns der Nachwuchs ausgeht. Also die Demografie schlägt hier extrem zu. Auch hier wieder Möglichkeiten für Umschulung, für Menschen, die sagen, interessiert mich nach einer Karriere, die jetzt nicht mehr da ist, weil vielleicht die Branche nicht mehr existiert. Auch hier kann man diese Möglichkeiten der Ausbildung, der Ausbildungskonzepte sehr stark treiben, denn es hilft uns natürlich alle, die besten Ideen nicht und die stärksten Trends nicht, wenn wir nicht ausgebildete junge oder auch ältere Menschen haben, die in der Lage sind, diese Dinge handhabbar zu machen, zu warten, zu servicieren. Einziges Werbeslide, ich verspreche es, wir als gelernte Netzwerke von Cisco haben natürlich auch sehr viele Ideen, wie sich die Netzwerke entwickeln werden, wenn immer mehr Last, immer mehr Informationen zu verwalten, zu managen und abzuwickeln ist. Also hier sind wir mit unseren Eco-Partners, mit unseren Partnern, aber auch mit Einzelunternehmen, mit Forschungsinstituten, auch mit vielen Stakeholdern aus dem öffentlichen Bereich in engem Diskurs. Auch hier gilt es wieder zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen, um diese Netzwerke, die immer größer werden, immer mehr auch Realtime-Informationen tragen werden, so zu gestalten, dass sie auch wirklich einen Nutzen bringen. Das Thema Sicherheit möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Das ist auch schon das eine oder andere Mal gefallen. Ich habe hier ein eigenes Slide, was mir besonders wichtig ist, hervorgehoben. Ich glaube, wir sind uns hier auch alle einig, das Thema Cybersecurity und Security ist generell eine neue Querschnittsmaterie, eine Dauereinrichtung, die es in den nächsten Jahren geben wird und die immer stärker wird. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass hier auch die Bundesregierung vor kurzem einen Entschluss, eine Resolution abgegeben hat, mit dem Thema nochmal intensiver zusammenzuarbeiten innerhalb der Regierungskreise, aber auch mit der Wirtschaft. Hier gab es viele Arbeitsgruppen. Ich glaube, dieser Dialog wird und muss intensiviert werden, wenn eben dieser Gedanke des Internet of Everything wirklich realisierbar werden soll. Und da sind natürlich alle gefordert, hier Ideen einzubringen. Also wie gesagt, deswegen klassische Querschnittsmaterie der neuen Bauart über die Grenzen der öffentlichen Verwaltung hinweg. Jeder, der hier gute Ideen hat, jeder, der hier beitragen kann, wird es tun sollen im gemeinsamen Interesse unseres Staates. Ich komme schon zu den Schlussbetrachtungen und ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen, das Thema zumindest zu streifen. Was sind hier für Möglichkeiten? Woher kommen diese Lasten? Was sind Ideen, die möglicherweise realisiert werden, die Sinn machen? All das gilt es immer wieder zu entscheiden, auch technisch zu prüfen. Oft ist aber die Technik schon so weit, dass sie nur darauf wartet, will eine Gesellschaft wirklich den Weg gehen? Will eine politische Willensbildung sich in diese Richtung etablieren? Und die IT wird natürlich hier eine wichtige Rolle spielen, aber ganz eng im Zusammenschluss natürlich mit der öffentlichen Verwaltung, mit der öffentlichen Hand. Und um einen Aspekt rauszugreifen, das Thema Security, Internet Security wird natürlich damit immer, immer wichtiger, insbesondere wenn es hier um personenbezogene Daten geht. Ja, ich komme kurz zum Subtitel meines Vortrages, was mich der Herr Jirik vor ein paar Wochen angesprochen hat, wie ich meinen Titel, den Titel meines Vortrages nennen soll, habe ich eher aus der Hüfte geschossen geglaubt, originell oder lustig zu sein. Das ist gründlich misslungen. Wenn Sie heute vernetzter Baum bei Google eingeben, bekommen Sie 4,1 Millionen Hits. Also gibt es unglaublich viele Themen schon, Forschungsprojekte, auch Produktivprojekte im Bereich Umweltverhütung, Umweltschonung, Bewässerungsmanagement, Düngemanagement, Katastrophenvorsorge, Erdbebensensorik. Also da gibt es schon sehr, sehr viel in Forschungsinstituten, aber auch schon kommerziell. Wenn man hier das Thema Internet of Everything noch ein bisschen verfeinern möchte, wird es auch künftig noch mehr Sensoren, noch mehr Mikroprozessoren geben, die noch genauer Daten analysieren, einbringen können, um gewiften und innovativen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, noch mehr in Richtung Umweltschutz, Vorsorge von Brandschutz beispielsweise oder auch Wetterforecasting hier einzubringen. Mein Schlussstatement, unser Chefastrologe hat es auf den Punkt gebracht, all diese Errungenschaften und Innovationen sind nur dann relevant, wenn sie uns wirklich was bringen, uns als Person, uns als Gesellschaft, wenn sie uns Nutzen stiften und die Qualität des Lebens erhöhen. Nur dann kann man sagen, bringt diese Fülle an Daten und Informationen, die es geben wird,
glaube, das ist ein Beispiel am Anfang mit dem Schuh, mit dem Kühlschrank, der Bier bestellt, wenn das Bierfach leer ist, wie gesagt, ob es er braucht oder nicht, aber es gibt relevante Daten, relevante Anwendungen, meiner Meinung nach im Bereich der Telematik, Smart Metering und Healthcare. Das ist wirklich etwas, was man sich genauer anschauen soll. Letztendlich wird zu entscheiden sein, bringt uns das weiter, spart es Kosten, stiftet es Nutzen, ja oder nein, oder ist es nur eine Worthülse, die wir beim nächsten oder übernächsten Vortrag dann wieder stillschweigend überblicken werden. So, ich schließe mit einem Foto, das ich vorgestern geschossen habe, nachdem die Natur ja heuer etwas länger warten musste, um in voller Blüte zu bringen, freuen wir uns, glaube ich, alle ganz besonders darauf. Also hier ein Amarellenbaum in voller Blüte, den ich vorgestern aufgenommen habe, als Schlussstatement. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch einen spannenden weiteren Verlauf der Veranstaltung und wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön.